Warum kann ich eigentlich mich nur hier einloggen? Me? Echelon. Muss einen Grund haben. Welcome me. Help. Ich gehe nochmal ein bisschen näher an. CD, also Directory, List, Kon I want my save. Da hat sich gerade die Tür geöffnet. Okay. Linuxbox und da hat sich eben eine Tür geöffnet, das habe ich genau gehört. Exit. Okay, meine Tür war es nicht. Und jetzt geht's anscheinend los. Ich will das nicht, ne? Hat der uns vielleicht irgendwas hinterlassen? Ah, okay. Aber in der Schublade ist nix. Warum habe ich einen Stift? Wozu ist dieser Stift? Leertaste, STRG, Shift, Enter, linke Maustaste, rechte Maustaste, Mausrad, nix. Ich vermute mal, das ist unser ehemaliger Mitarbeiter, aber warum sollte der sowas tun? Alter. Ich gehe mal hier rein. Zurück. Nein. Ich will nicht mehr. Die Fische hatte ich aufgelassen. Ich dachte gerade, da wäre jemand auf den Toiletten. Geh wieder zu. Danke. Alter Schwede, kann ich das hier auch benutzen? Hier kann man ja ziemlich viel benutzen. Nee. Webcom. Alter. Alles abgeschlossen. Der Putzraum. Warum habe ich einen Stift in der Hand? Ist das meine Waffe oder was? Alter, dieser Puls macht es nicht besser. Alter, ich nehme jetzt schon so lange auf, wie die komplette Aufnahme von Markiplier lief. 20 Minuten. Ja, knapp 18,5. Alter, dieser Puls. Ich vermute mal, ich muss irgendwas mit meinem PC machen. Aber ich habe einfach nicht genug Ahnung von PCs, um zu wissen, was man da für Commands eingeben kann, um jetzt irgendwas rauszufinden. Warum sind die Ausgänge alle verriegelt?
Alter. Aber dieses grüne Licht da hinten bei der Pflanze, das verwirrt mich jedes Mal. Ja, ich klicke mal doppelt da drauf. Boah, ich kann das schon mit der Jacke. Alter, muss ich was mit machen können? Mi Echelon. Moment. Welcome. CD. Achso, da muss ich erst das Directory verwenden. LS. Was habe ich denn hier? Moment. Bin Home User Device Variable etc. CD User. Schon, wenn ich gerade hier mal ein bisschen aus dem Bild rausgehe, ich muss das hier lesen können. User LS. Share Source Documents. Aha, keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat. Exit. I see you. Also, ja, ich guck noch mal kurz raus, vielleicht sehe ich da noch irgendwas. Ja, so ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich guck mal irgendwo nach, ob ich irgendwo was rausfinde, wie es hier weitergeht, weil sonst ist das hier ein bisschen, ja, langweilig. Bis später. Tschüss. Ja, da bin ich schon wieder. Ich habe es jetzt rausgefunden. Ich habe mal kurz einen kleinen Ausschnitt von Markiplier geguckt. Der hat das alles, was ich in über 25 Minuten geschafft habe, in weniger als 5 Minuten geschafft. Ist ja herrlich. Aber wenigstens ist er an dem Rätsel auch so verkackt wie ich, sogar noch mehr. Macht irgendwo Mut. Aber jetzt weiß ich wenigstens den nächsten Schritt schon mal. Weiter habe ich schon nicht geguckt. Und es ist gemein versteckt, ey. Ich hatte auch mal die Kamera ein bisschen neu ausgerichtet. Falls ich wieder hoch muss, damit man mich noch sieht. Sieht jetzt mein Gesicht ein bisschen weiter rechts für euch. Das ist mir beim letzten Mal nicht aufgefallen. Okay, ich weiß ja schon wirklich schon, dass hier nichts ist. Nur wer hat die Tür geöffnet? Hier ist niemand, hier ist auch kein Lüftungsschacht, hier ist nichts. So, und zwar. Wunderbar. One Late Night, läuft die Aufnahme noch? So, sie läuft sogar noch. Ich muss erst ins. Ja. So, ins Bild rein mit der Maus. Und zwar hier. In der Toilette. Alter, ey, mit der Maus ist scheiße bei Fenstermodus. Kann ich so? Ah ja, einfach auf die Toilette klicken. There's something in the toilet. Da ist jetzt was in der Toilette. Ein Schlüssel für also Roberts Schlüssel aufgehoben. Den hat er, ist ihm wahrscheinlich aus der Tasche gefallen, während er am Kacken war. Und ab hier habe ich übrigens nicht mehr weitergeguckt, also jetzt wieder bleiben. Ah, guck mal, da ist was über unsere Hand drüber. Fehler. Ich will da nicht raus. Ich beobachte erst mal kurz, ob da was kommt. Hier drin? Nein. Hier? Ah! Alter, das nervt. Ist mir eben nicht passiert. Weiter hier. Hä? Jetzt müsste es direkt vor mir sein. Hallo? Alter, ey, das nervt jetzt gerade tierisch.
Ja, ich weiß, ich kann mich hier verstecken. Alter, ich finde hier nichts. Scheiß drauf, ich geh zu Robert. Robert, Schätzchen! Naja. Vielleicht haben wir es auch nur durch die Wand durchgehört und das ist irgendwo bei ihm im Büro. Aber ich langsam vermute. Ein bisschen seitwärts laufen. Och nö. Alter Schwede. Jetzt ist natürlich das Telefon wieder aus. Wollt ihr uns nur hier hinlocken oder was? Alter. Wo ist meine Maus dort? Das wird scheiße, wenn wir uns verstecken müssen und wir dann nicht klicken dürfen oder rausklicken, wenn das Monster oder der Typ oder wer auch immer uns da kriegt. Und ich sehe jetzt gerade meine Webcam nicht mehr. Ah, hier hört Knox on the door. Devil in File? What? Robert sure had some demons. Ah, Robert hat schon ein paar Dämonen. Was zum Teufel? Och man. Okay, das war jetzt nur Verstecken. Ah. She's coming closer. A ghost or the devil in veil? Ah, Mann. Nix. Warum kann man das Telefon nicht auswählen? Alter, ich will mich nicht verstecken. Robert, me, Echelon, me, Weil, me, Robert. Also mal Echelon. Ne.